Stefan? Kann es sein, dass Sie seit gestern Abend etwas vermissen? Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Hallo, ich bin Björn und ich habe tatsächlich jeden Freitag auf Tele 5 Bang Boom Bang gesehen. Ihr habt ihr mitgekriegt, dass ich wohl einer der bekloppten Leute bin, die wirklich durchziehen, Bang Boom Bang jeden Freitag zu gucken, wenn er auf Tele 5 läuft. Jedes Mal, wenn ich den Film gucke, mache ich ein Foto, lade das bei Instagram hoch und irgendwann fand ich das auch einfach nur noch zu langweilig, bin ich dann irgendwann angefangen, mir was einfallen zu lassen. Ich habe einen Hashtag dazu gemacht, Hashtag Bang Boom Bang Marathon. Es ist schon eine Herausforderung, weil teilweise ist es halt mit den Zeiten auch nicht immer so ganz einfach. Dann kommt es mal früher, dann kommt es mal wieder später. Das Späteste, was gesendet wurde, war nicht 4.30 Uhr, glaube ich. Das ist schon eine Hardcore-Nummer. Als ich in Italien war, da lief der, glaube ich, auch irgendwie sowas so gegen 3 Uhr rum. Ich habe dann tatsächlich eine Seite gefunden, die in Italien funktioniert hat, wo dann der Livestream lief und dann konnte ich es dann nachts auf dem Hotelzimmer gucken. Im Badezimmer wohnen etwas über 220 Quietsche-Entchen. Ich habe eine Ente, die ich nenne ganz einfach meine Kampfmann-Ente, weil das passt ja so allein von der Optik her schon mit den Klamotten, die sie trägt. Das ist halt so eine Speditionsente und es gibt auch sogar ein Andi, die alte Schweißwurst, sag ich jetzt mal, den Automechaniker. Ja, was jetzt noch halt auch fehlt, ist halt, Keg würde noch fehlen, weil es gibt tatsächlich jetzt eine Kifferente mit so einem Bärtchen und ich glaube, hat auch sogar, glaube ich, die Tüte in der Hand. Die muss auf jeden Fall noch mit dabei sein. Hier habe ich noch ein ganz besonderes Schätzchen stehen, wo ich auch so ein kleines bisschen stolz drauf bin. Da drin verbirgt sich noch etwas. Das ist nämlich ein Originalstückchen Filmstreifen aus dem Film Bang Boom Bang. Um so eine Klamotte wirklich durchzuziehen, würde ich fast sagen, muss man wirklich schon 110% bekloppt sein. Ich ziehe das durch. Komplett bis zum letzten Tag. Mir graut auch schon so ein bisschen davor, weil wenn die ganze Sache im August dann vorbei ist, was macht man dann freitagsabends oder freitagsnachts?